Guten Morgen, meine Lieben. Es gibt gute Nachrichten. Ich bekomme heute endlich eine von meinen neuen Brillen, die ich bestellt habe beim Optiker. Ich habe die E-Mail bekommen, dass die Brillen fertig sind. Und ja, am Nachmittag hole ich sie ab und ich brauche keinen negativen Corona-Test dafür. Das war ja jetzt die Frage, ob ich das brauche. Hatte ich euch in einem der letzten Videos erzählt und ich habe angerufen, bei Vielmann braucht man nicht. Man braucht halt nur einen Termin und den konnte ich online machen, diesen Termin. Und deswegen fahren wir am Nachmittag nach Vielmann. Ich habe für 14.15 Uhr einen Termin gemacht und ich freue mich total, dass ich endlich wieder eine Brille habe. Dann ohne diesen, nicht Spiegel, wie heißt das, Verdunklungsding. Diese, wie heißt das denn? Sonnenbrille, genau, weil das nervt mich total, wenn ich Videos mache und dann ist sie so dunkel. Meine alte Kamera, meine alte Brille ist halt voll kleines Sichtfeld. Sorry, ich bin irgendwie total neben der Spur. Wir waren ganz früh im Bett gestern und sind auch eingeschlafen, aber dann bin ich heute Nacht wieder wach geworden wegen der kleinen halt und konnte nicht mehr einschlafen. Ihr kennt das Problem von mir schon, ne? So, ich mache mir jetzt hier gerade Frühstück, habe mir Toast, also Brot toaste ich mir und habe mir hier schon alles vorbereitet für meinen Stilltag. Ja, verschiedene Aufschnitte jetzt für mein Frühstück, dann Wasser, 3 Eisentabletten, fast zu knabbern braucht man ja auch und ein bisschen Obst. Ich muss mir wieder angewöhnen, mehr Obst zu essen, vor allem weil wir heute keinen Shake hatten, da unsere Bananen noch nicht richtig reif sind. Ja, gestern kein Shake, heute kein Shake. Ist ein bisschen doof. Vielleicht sollte ich Leinsamen so nehmen und eine Paranuss, dass wenigstens die Mineralstoffe oder was sind das, Nährstoffe, stimmen. Heute ist wieder total schönes Wetter. Bernd, was soll das immer? Also ich merke das beim Videoschneiden. Ich mache immer meinen Finger ins Gesicht. Was hat das für einen Sinn? Man fuchtelt immer, ich merke das auch bei anderen, wenn ich andere Videos schaue, man fuchtelt immer mit der Hand so rum, wenn man Videos macht. Das ist total sinnlos. Aber Bernd ist mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, weil so schönes Wetter heute wieder ist. Und ich muss mal meine Jacke ausziehen. Ah. So, ich bin am Schwitzen, sag ich euch. So, genau. Und der holt mich dann nachher ab. Also er kommt mit dem Fahrrad hier hin und dann fahren wir gemeinsam in die Stadt und dann hole ich meine Brille ab und ich bin total gespannt, wie das aussieht, weil ich habe die ja, konnte die ja nur aufprobieren mit Mundschutz und ich sehe das jetzt das erste Mal dann heute ohne Mundschutz. Leider ist nur eine Brille fertig, soweit ich weiß. Also ich habe nur eine E-Mail bekommen, aber vielleicht ist ja auch Calvinos Brille und meine andere auch schon fertig. So, ich habe jetzt schon mal gefrühstückt und jetzt geht es mir auch wieder besser. Also ich zitter nicht mehr so. Keine Ahnung, wovon das gekommen ist. Vielleicht, weil ich so viel Kaffee heute Morgen getrunken habe. Also ich habe 2 Tassen getrunken. Ist jetzt eigentlich nicht so viel, oder? Naja, egal. Es geht mir besser. Die Maus ist wach geworden. Die hatte im Laufstall geschlafen. Ich konnte sie ablegen. Juhu. Und dann konnte ich schon ganz viel hier heute Morgen regeln. Oder eher gesagt, im Haushalt erledigen. Regeln, das hört sich so an, als ob wer weiß, was los ist. Und ja, jetzt ist sie allerdings gerade wieder so am Eindösen beim Stillen. Ja, gefrühstückt habe ich auch schon, habe ich euch das erzählt. So, mal das Display klappen. Und zwar, ja, habe ich hier Brot getoastet und so. Dann hatte ich die gegessen. Das sind Falafel mit so einer Zitronen-Aioli, total lecker vom Aldi. Kann ich euch sehr empfehlen. Und meine Eisentabletten muss ich wieder regelmäßiger nehmen. Ich vergesse das immer. Mir hat jemand in die Kommentare geschrieben, weil ich manchmal sage, ich bin so müde, dass es Eisenmangel sein könnte. Und da habt ihr recht. Ich muss mich daran erinnern, immer wieder diese Tabletten zu nehmen. Ich vergesse das. Und ich hasse diese Tabletten auch. Ne? Die schmecken so ekelhaft, aber sie bringen es wirklich. Sie machen diesen Eisenwert halt hoch im Blut. Aber ja, man muss sie halt auch nehmen, ne? Thank you.
angezogen. Zeig mal, Outfit of the Day von Morley. Aha, Morley. Gehen wir jetzt die Wäsche machen? Im HWR? Ja? Gehen wir die Wäsche machen? Ja, komm. Ja, das machen wir. Hier. Achtung, ich heb sie hoch, junge Frau. Ui, du. Wir fliegen in den HWR. Ui. Ui, wo gehen wir hin? Das ist noch ungewohnt, ne? Ja, das ist noch ungewohnt. So. Die Jungs sind jetzt raus, BMX fahren. Hoppala. Ja. Oh, die hat ganz wunderbar geschlafen. Ich glaube, das habe ich schon in dem Vlog gesagt. Ja, du bist so süß, wie du redest. Sie brabbelt so süß jetzt immer und fuchtelt mit ihrer Arme ganz wild. Bin so verliebt. Ja, ja. Du bist so eine süße Maus. Ja. Ich habe schon die Waschmaschine angemacht wieder, dass wir gleich wieder Wäsche sauberer haben, ne? Ja, die strahlt mich so an. Ja. Sorry, Leute, für den verliebten Vlog. Hier seht ihr, was ich sehe. Ja, ist die Mama ganz verliebt in dich, ne? Kann ja nicht aufhören. Ja, deine Hände, die hast du jetzt entdeckt, ne? Ja. Du hübsche Maus. Jeden Tag kann sie irgendwas mehr. Also es geht so schnell, wie die sich entwickeln, die Babys. Ja, super. Du Maus. Ja. Ja. Ich melde mich gleich nochmal, ihr Lieben. Ich muss mich ein bisschen, ja, ein bisschen hier meine Liebe ausleben. Ja, du süße Maus. Du süße Maus. Jetzt haben sie Spaß oben, hörst du? Wir sind wieder zu Hause. Wir waren ja bei Fehlmann. Ich habe euch erzählt, dass ich meine Brille abholen konnte. Und wir sind gelaufen, ganz zur Freude der Kinder. Wir waren jetzt über 2,5 Stunden unterwegs. Murphy, kommst du auch? Er bleibt im Wintergarten. Ja, jedenfalls war die Laune nicht so toll bei den Kindern, dass wir laufen, aber ja, ging dann irgendwann. Das war so schönes Wetter. Livia war im Tragetuch eingeschlafen und die hat jetzt schön richtig 3 Stunden im Tragetuch geschlafen und ach, das war richtig herrlich. Kinderwagen hatten wir auch dabei, damit wir nicht so viel schleppen müssen. Und jetzt zeige ich euch meine Brille. Jetzt bin ich gespannt selber auch, wie die aussieht ohne Mundschutz. Zack. So, testen das jetzt. So. Eine war nur fertig, die anderen noch nicht. Tada. Muss man sich erst wieder umgewöhnen, sagt der Bernd. Ist ungewohnt. So, na, richtig ungewohnt, ne? Ja, das ist die hellgraue. Ich kriege ja noch eine. Die ist aber noch nicht fertig. Calvino kriegt auch noch eine. Egal. So, jedenfalls ist sie gemütlich zu tragen. Das ist ja wichtig, ne? Und gut sehen kann ich auch. Bernd ist da mit Livia. Beschäftigungstherapie. Smurfy? Smurfy, ist er hier? Da, der ist da in seinem Körbchen. Platt wie 12 Hunde, sagt er. Ja, war warm, ne? Richtig warm und. Ja. Zum ersten Mal, wie du Wälder hinten kriegst. Ja, das stimmt. Das war nicht oft. So, und jetzt gibt es bei uns Kaffee, die Wickeltasche wieder da rein. Also, es ist nur so eine kleine, wo 1-2 Windeln immer drin sind und Feuchttücher. Die große habe ich nicht mitgenommen. Bernd hatte jetzt schon einen Kaffee aufgesetzt. Trinkst du auch einen Kaffee, Bernd? Ja. Ja? Machen wir jetzt Kaffeepause. Kuchen dabei? Ich komme. Hoppala. Wir haben Nussecken. Wir haben Florentina und Mandelhörnchen. Und noch mehr Schweineöhrchen gedönt und so. Ja, nehmen wir mal hier 2 Tassen.
immer wenn ich in das Display gucke, erschrecke ich mich die nächsten Male. Wegen der neuen Brille. So, und dann kann ich euch, vielleicht weiß das jemand von euch, Smurfy, was das für eine Melodie ist. Ich ziehe den mal auf. Das weiß keiner. Das ist der Mora-Titi-Song. Na, weil die haben wir geschenkt bekommen. Und sie mag das total gerne, wenn die an ist. Ich auch. Und ich würde den Text gerne lernen. Und dann habe ich geguckt, halt Sterntaler, Esel, welche Melodie das hat. Welche nimmst du davon? Florentina würde ich nehmen. Das, genau. Und den kann man halt mit jeder Spieluhr, die man sich denken kann, über 100 verschiedene bestellen. Deswegen wusste ich nicht, welche das ist. Ja, und dann können wir den Text ja nicht lernen, gell? Deswegen bitte schreibt uns in die Kommentare. Jetzt habe ich einen Text dazu. Das will keiner. Dann komponierst du einen Text. Smurfy, du darfst jetzt schlafen. Hm? Du hast es geschafft, die lange Reise. Das war der längste Spaziergang, den ich hatte seit der Geburt. Es hat richtig gut geklappt. Die Mama ist wieder fit und stark. Ja. Bernd hat schon mal jetzt Pizzateig aufgesetzt. Ich habe gestillt die ganze Zeit. Die Maus schläft heute das, was sie gestern nicht geschlafen hat. Und Bernd bespricht mit den großen Kindern, ob wir heute Abend 1841 spielen. ohne Internet und ohne Fernsehen und sowas alles. Damit den Kindern das leichter fällt, Zeit mit den Alten zu verbringen. Ich habe gefragt, ob der Calvin da auch gute Laune hatte auf dem Bild. Das war einer dieser Tage. Ja. Da hat er auch keine gute Laune gehabt, der Calvino. Aber da war er ja noch kleiner, also jünger. Ja, hat nichts am Alter gehabt. Nein. Ja, so. Und die Jungs gehen jetzt einkaufen. Wir brauchen... Oh, ihr seht gar nichts. Wir brauchen Pilze und Aioli hätten wir gerne, weil wir ein paar Pizzabrötchen auch machen bei der Pizza. Wir gehen nach dem Baden, wo sie mitkommt. Der Kabine ist immer mal mit dem Baden. Der Bernd geht heute Abend mit der Livia baden. Da heizt schon mal der Pizzastein auf bei 235 Grad Pizzastufe. Und hier hat der Bernd schon einiges vorbereitet. Wir haben ja heute einen Gast, deswegen gibt es auch Salami. Alles schon geschnibbelt. Ich mache hier gerade noch Aioli, also Knoblauch und Mayo. Wir machen auch einen Flammkuchen mit Speck und Creme Vega. Achso, und Thunfisch gibt es auch für den Besuch. Und ja, das lassen wir uns schmecken. Gleich. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, die Pizza zu zeigen, weil ich echt Hunger habe. Alle haben echt Hunger und sogar die Morla hat Hunger. Was ihr so bollern hört, das sind die Jungs oben. Die dürfen erst das WLAN wieder benutzen nach dem Essen. Deswegen toben die da voll rum und haben wahrscheinlich den Spaß ihres Lebens ohne WLAN. Die Jugend von heute. Ja, damit würde ich jetzt den Vlog beenden, ihr Lieben. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen. Ciao!